Okay. Schwierig, schwieriges Lied. Ein schwieriges Lied, weil das Flugzeug wieder ankommt. Nee, ein schwieriges Lied. Weil ich mich, wenn ich das singe, muss ich mich sehr zusammenreißen, um nicht zu weinen. Das ist ein Lied, was ich für meinen Großvater geschrieben habe. Ich soll keine traurigen Sachen machen, aber das ist, es gehört zum Leben dazu. Es gibt lustige Sachen, ich mache auch gerne lustige Ansagen, aber dann singe ich trotzdem ein trauriges Lied. Es ist gar nicht so traurig. Es ist bloß, es ist schade, wenn man Menschen verliert und auch wenn man die lange verliert und Sachen gehen halt vorbei und sowas. Das Wichtige ist, was man aus der ganzen Geschichte mitnimmt. Ja. Ich habe hier hinten den Garten während Corona, habe ich den klar gemacht, habe ich ja gebuddelt und aufgeräumt. Und dabei habe ich mir immer überlegt, was kann weg? Was muss bleiben? Was hat einen sentimentalen Wert? Können wir jetzt? Ich habe den ja so vorgefunden, da konnte ich mich dran erinnern, da lagen noch die Stifte, wie Opa mit mir zusammen gemalt hat und so. Räumst du das jetzt auf oder hat das jetzt gerade einen sentimentalen Wert? Kann der Busch hier weg? Was hat er denn da schon wieder gemacht? Weiß ich, ja. Und ich weiß, was ich aus der ganzen Geschichte gelernt habe. Na, mein Opa ist nicht mehr der Mann, der er war. Noch lebt er, er hat noch schöne Momente. Existenz ist was Tolles. Das können wir, den Rest kennen wir ja. Vor unserer Geburt und nach unserem Tod haben wir nicht Existenz. Jetzt ist gerade schön. Egal, ob es sich manchmal komisch anfühlt. Ja. Ja, mein Opa kann keinem mehr was beibringen. Es gibt noch ein paar Videos, es gibt noch ein paar Bilder, es gibt noch ein paar Aufnahmen. Aber ja, jetzt liegt das an mir. Jetzt kriege ich einen Neffen. Ich stelle mir immer vor, wie ich mit dem durch den Garten gehe und dann muss ich dem halt. Ja, ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt, was mein Opa mir erzählt hat. Denn auch ich bin vergesslich und wir werden alle Sachen vergessen. Vielleicht kriege ich auch mal Alzheimer. Ist auch nicht so schlimm. Man kann ja trotzdem weiter was lernen. Das ist nicht umsonst. Da muss dann, Albert, ich erzähle dir mal was. Ne? Dann musst du dir das merken, wenn ich das nicht mehr kann. So funktioniert die Welt. Es muss immer weitergehen. Es wird schon. When we've shared our lives and all, once you told me to find out who to be, I should keep the path I walk. Where I go have to choose. On each road I win and lose. You support me, you make me believe that the ride's worth the cost. Still around, if you leave me now, who will I become? All the seeds that you planted here have grown tall as I could be.
believe in me? Can you still foresee how much care my own plans would need? Oh, hold me now, if you're still around. If you leave me now, who will I become? Oh, hold me now, if you're still around. Don't leave me now. Please, don't leave. Tell me what we're going to see when we've painted our lives with thought. When your colors fade, can you still relate to the child you were before? Ja. Ich habe ein neues Projekt. Ich sammle die Werke, die Geschichten, die Zeitungsartikel über meinen Opa, von meinem Opa. Ich habe einen Facebook-Account erstellt, ich habe einen Instagram-Account erstellt. Wer weiß, vielleicht mache ich bald eine Webseite. Ich archiviere das alles, ich bekomme das von Leuten zugeschickt. Mein heutiger Post hat viel mit diesem Lied zu tun. Das ist ein Bild, was mein Opa mir geschenkt hat. Das könnt gerne hoch in mein Zimmer gehen. Treppe hoch, geradeaus, das Bild, wo der Hund drauf ist. Da hängt das Bild mit dem Clown, Quo Vadis. Guckt auf Facebook, ich habe einen schönen Text dazu geschrieben, was das für mich bedeutet. Und ihr müsst eine eigene Interpretation dafür finden. So, das war's. Genau, liked, subscribed, blep. Scheiß Social Media. Alles klar. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt noch die Stimmung auflockern kann. Jetzt kann es nur noch bergab gehen.